Weltpremiere. Ja. Nagelneue Hose. Reinen Velour-Sand, Samt. Selbstverständlich mit Stretch-Anteil dazu, sodass das Ganze irrsinnig komfortabel ist. Die sitzt wahnsinnig und das ist einfach immer so schön, auch Lula, wenn man da drüber streicht. Die sitzt unglaublich. Schauen Sie mal, was wir hier haben. Nochmal ganz, ganz süße Stickereien hier mit dem Wappen. Das ist eine Augenweide in sich. Lola, ich höre gerade, die Leitungen fühlen sich jetzt enorm für die Hose. Ich glaube, ich darf das Geheimnis verraten. Du hast normalerweise diesen Stoff auch in deinen Couture-Hosen. Sie können sich eine Hose bei der Lola anfertigen lassen in diesem Stoff. 49,99 können Sie in die Hose reingeben, aber auch mal offen leger tragen. Maria, du bist für mich der Star in Grün. Also das ist so schön hier gelungen. Und vor allem für 49,99 der Tipp überhaupt. Den Streifen, vor allem natürlich hier bei der blauen Variante. Und das ist so ein Teilchen, wahnsinnig schön in seiner Qualität, selbstverständlich. Probetragen. Und Lola, dreh dich bitte, zeig bitte, wie die sitzt. Diese Hose sitzt unverschämt. Also wenn Sie keinen knackigen Sitz möchten, bitte nicht bestellen. Aber jetzt kommt, jetzt haben Sie vielleicht eine Größe 48 und sagen, Sie möchten auch in der 48 einen knackigen Sitz. Dieses Material aufgrund... Genau. Daraus mache ich diese richtigen Trachtenhosen, wissen Sie, mit einem Latz vorne, damit die eben nicht so auftragen. Aber ich musste das jetzt mal hier bei Himmelblau verwenden, weil das einfach so sagenhaft ist. Dieses Material, dieser Komfort vor allem und der Sitz dazu. Die Stickerei, schauen Sie mal, wie toll das alles hier gearbeitet ist. Es sieht aus wie ein Schmetterling, ist eigentlich so ein kleines Wappen. Also sind so, das ist butterweich und angenehm, obwohl es genug Elastizität hat. Das macht alles mit. Da könnte Judith jetzt sofort einen Spagat machen. Könntest du einen Spagat machen, leider nicht. Aber du warst mein eine schöne Sohn Kniebeuge übt immer Spagat. Gemacht. Eine schöne, komm, noch mal Kniebeuge. Eine ordentliche Kniebeuge, so richtig, mach oder mal. So. Hey, die sogar mit hohen Schuhen. Jawohl, sogar mit hohen Schuhen. Die sind eigentlich eher das Hindernis. Die Hose sitzt so unglaublich, aber vielleicht schauen Sie auch mal bei Tina und bei Maria. In der Größe 38, in der Größe 42. Diese Hose ist edel, sie ist bequem und Sie sind die Ersten zu Hause.